Hallo und willkommen zu 9 Pickups, Flohmarkt-Pickups. Also bleibt dran. Ich und mein Bruder waren auf dem Flohmarkt. Eigentlich war heute Morgen für mich nicht geplant. Ich bin von einer beruflichen Reise, ja, eigentlich erst geplant am Nachmittag, Sonntagnachmittag zurückzukommen. Es ist jetzt mittags, wo ich das aufnehme. Aber ich hatte keinen Bock, im Hotel rumzuhängen. Also bin ich nachts, habe ich ein bisschen geschlafen und nicht rumgehangen, sondern nachts dann sozusagen kurz Zwischenstopp gemacht, ein bisschen gerastet und dann nachts los. Ja, da war ich pünktlich zum Flohmarkt hier. Und ja, der Flohmarkt, das war bei uns in der Gegend, es ist eine Mischung aus privat und den üblichen Händlern, wie jeder es kennt. Sind wir auch öfter ganz gerne. Ich bin dies Jahr zum ersten Mal auf diesem Flohmarkt, weil parallel immer andere waren bisher. Und er war okay besucht, weil es ist jetzt gerade auch Urlaubszeit. Somit habe ich mit vielen gerechnet, aber auch nicht mit allem. Naja, und wir sind trotzdem fündig geworden, erstaunlicherweise. Und ich fange einfach mal mit den einfachsten Dingen an. Es gab ein paar Magazine. Mein Bruder ist ja großer Lego-Fan, wenn ihr mal wisst, oder wisst es ja durch die Pickups. Und dann gab es bei einem Händler ein paar Lego-Magazine. Zusammen gab es das ganze Bundle jetzt hier für 12 Euro, was eigentlich ganz fair ist. Ne? Hier so ein Set, zwei Lego Jurassic World Magazine. Dann einmal dieses Lego Star Wars Set mit dem Lego TIE Bomber. Gerade wegen dem Lego-Teilen ist es interessant. Die sind exklusiv ja immer nur für diese Magazine. Und das ist sogar noch recht neu, das Avengers Magazin. Weil hier sieht man auch schon die ganz neue Tor-Werbung drauf. Mit einer Captain America-Figur, die exklusiv ja nur für dieses Set ist. Das lohnt sich natürlich ganz gut. Und da musste mein Bruder zu lang, weil das hatte er dann auch übersehen. Die Razor Crest Mini. Auch in einem Lego-Magazin. Ihr seht, das ist eingepackt, das nicht, warum auch immer. Das ist die 71, das ist die 84. Ja. Das war der Anfang, wie gesagt, 12 Euro. Kann man nichts gegen sagen, weil es kostet alles so 4,50 Euro neu. Das sogar, ja, auch 4,99. Das heißt im Endeffekt, was kann man sagen? 9, ja, etwa je 2 Euro. Ja, 12, 3 Euro. Kann man sagen, ne? 4 mal 3, 3 Euro das Stück. Ist nicht schlecht, ist ein ganz guter Kurs. Bei dem gleichen gab es auch noch Disney Taschenbücher von meinem Bruder. Da hat er jetzt, was noch vier? Vier. Die sind schon etwas teurer, weil es die neueren Ausgaben waren. Aber es sind trotzdem nicht Vollpreis. Er hat jetzt dafür 12 oder 15 Euro bezahlt. Klingt viel auf den ersten Blick, aber es sind halt neue Ausgaben und der Händler hat halt, ja, ich sagte mal so halber Coverpreis, also 4 Euro das Stück etwa. Ne? Und da haben wir dann hier Ab an den Strand Nummer 560. Eine handfeste Erfindung 559. Ja, mein Bruder und ich lesen die immer noch ganz gerne. Ich finde, das ist immer noch das Beste zum Frühstück morgens. Hier mit Phantomias, das macht immer am meisten Spaß. Tag und Nacht im Einsatz 554. Und 553, wie alles begann, mit einer jungen Gundelgaukelei. Auch nicht schlecht. Ja, und wie gesagt, das waren schon die etwas teuren Dinge, die wir gefunden haben. Na, es ist noch ein bisschen was dabei, aber ja, ist eben halt, sind fast neu. Also es war so ein Händler, der so viele, ja, Retouren von Kiosken und Co. hatte. Immer nicht schlecht, auch diese Magazine. Das ist halt cool, wenn man Lego sammelt, mit Exklusivsets. So, mit Büchern will ich auch gleich weitermachen. An einem Stand hat mein Bruder, ich glaube, für je 1 Euro 3 Bücher gefunden. Und das ist Fantasy-Bücher. Und hier einmal Seven Sun, ne? Das ist der erste Roman, der verfilmt wurde. Deswegen ist das Filmcover drauf, aber es ist der Originalroman, also kein Filmroman. Das ist eine sehr schöne Fantasy-Reihe, kann man wirklich nichts anderes sagen. Und eigentlich 3. Ich habe da noch eins, aber die haben je 1 Euro gekostet. Von Helden des Olymps. Das sind die Fortsetzungsgeschichten, wenn ich es richtig verstanden habe, von Percy Jackson. Das ist ja auch so
Harry Potter-Style, kann man fast so sagen, gemischt mit den griechischen Mythen. Ist aber gar nicht so schlecht. Die beiden Filme sind ganz okay und die Bücher sind wirklich in Ordnung gut. Hier sind ein bisschen mit Tesafilm wohl die Ecken fixiert, aber es macht ja nichts. Ich sehe gerade, hier ist irgendwas drinnen. Mini-Lesezeichen. Irgendwas. Egal. Also hier haben wir einmal Der Sohn des Neptun. Das ist, glaube ich, Band 2 und das müsste Band 3 sein. Helden des Olymps, das Zeichen der Athene, alles aus dem Carlsen Verlag. Zuerst sind die rausgekommen in diesem Format. Helden des Olymp, das Haus des Hades, das ist Band 4. Und ja, dafür hat er jetzt 3 € bezahlt, weil es das Hardcover war. Ist eigentlich alles fair, wenn man bedenkt, das kostete mal. Na gut, ja, verklebt gerade der Preis. Ist egal, das kostet Geld. Ja. Dann habe ich gefunden, auch ich habe auch Bücher gefunden, die zeige ich euch mal als erstes, bevor ich zu Filme komme. Zwei, drei Fragezeichenbücher habe ich gefunden zu je, nee, einmal 1,50 und einmal 2 €, glaube ich. Und zwar einmal Und der Kristallschädel. Das seht ihr, das ist so die Neuauflage. Und das ist noch eine ältere, die Vorauflagen. Das sind so, man sieht es auch, die Unterschiede, auch vom Größenformat haben sich die verändert. Hier ist es die Schwingen des Unheils. Ganz passend, gerade das ist jetzt die aktuelle 3-Fragezeichen-CD. Und dann kommt ja die nächste raus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich die hier. Kristallschädel. Passt doch. Perfekt, kann ich dann mir die Bücher sozusagen auch dazu lesen. Wahnsinn, stimmt. Das ist die kommt jetzt, also nächste Woche raus. Und die ist jetzt gerade draußen. Ja, cool. Ist keine schlechte Hörspiel-CD. Kommt auch noch ein Review. So, warte mal, schmeiß ich weg, das stört mich. Und das macht Spaß. So, das waren die Bücher. 3 Fragezeichen, das ging immer. Und dann, ja, kamen Filme. Machen wir mit Filme weiter. Ne, das kommt auch noch. Ich habe. Ich sehe gerade irgendwo, wo ist der Film? Da ist noch der Film. Ich habe mich vertan. So, einmal Street Fighter Assassin's Fist gab es jetzt für 5 €, weil er sealed war. Da kam noch ein Spiel dazu für 3 €. Das zeige ich euch später, ein Computerspiel. Hier hat mal 12,90 € gekostet. Ist jetzt kein berauschender Street Fighter Verfilmungsfilm, aber es war so aus Fanbasis und das da veröffentlicht worden, war auch erlaubt für die Sammlung. Und dann habe ich gefunden 3 Videokassetten, VHS. Und eigentlich ganz coole Sachen. Eigentlich mehr zum Sammeln, ne? Das ist ja nicht mehr zum Schauen, kann man ja ganz ehrlich sagen. Einmal Jean-Claude Van Damme Bloodsport. Das ist auch ein seiner Kultfilme. Dann in so einem Pappschuber. Kevin allein in New York. So ein Pappschuber kann man hier aufmachen. Ich fand es irgendwie ganz witzig. Habe ich jetzt. Ich habe für. Also die dritte. Also für die habe ich 50 Cent bezahlt und für die 1,50. Und das ist Dino Kids. Hier ist noch so ein Aufkleber drauf, aber ist egal. Wann findet man den? Der ist doch echt selten. Ist ganz normal die Videokassette drin. Nichts Besonderes. Die ist sogar zurückgespult. Und ja, das Cover ist jetzt nicht perfekt, aber das ist so ein Sammelstück und deswegen habe ich es mitgenommen. Ich habe ja Dino-Fans bei mir in der Gruppe und die werden die wohl gerne haben wollen. Auf jeden Fall. Klassiker und wie ihr sagt, hier so eine Sonderedition. Ich fand es witzig. Ist jetzt auch von 1993 das Ding. Also in dem Sinne schon ganz lustig. Ja, dann kam noch ein Buch. Ein Buch kam noch. Ein Minibuch habe ich geschenkt gekriegt dort am Flohmarkt. Ich habe es nur gesehen. Asterix Büchlein. Asterix braucht Geld. Also ist noch hier von 73 ist das. Wenn ich das richtig jetzt gesehen habe. Von 1973. Kleines Art Pixie-Taschenbuch. Jo. Fand ich witzig. Warum nicht? Ja, dann habe ich 3 Hörspielkassetten gefunden. Oder 3 CD-Kassetten zu je 50 Cent. Habe ich mitgenommen. Einfach auch so für die Tauschkiste oder so. Knight Rider 1, wie alles begann. Dann hier, die sieht man auch seltener. Aladdin, Jagos Rückkehr, Nummer 4 ist das. Das sind so diese Zeichentrick-Abenteuer. Und eigentlich mehr für die Alf-Sammler, weil ich weiß nicht, ob das Original noch drauf ist.
Einmal Alfs Superhit-Parade. Das war ja immer so, dass man dann so ganz normale Musik-CDs mit den Helden sozusagen der Zeit beworben hat. Aber wenn ihr hier seht, hier die Kassette, die ist oben abgeklebt. Und ich weiß nicht, ob die noch das Original drauf hat. Das ist so der einzige Nachteil. Aber eigentlich für Sammler ist das ja mal mehr fürs Regal. Und da macht sich das auf jeden Fall ganz gut, weil das Cover ist noch super ein Schuss. Und wie gesagt, da für 50 Cent. Da habe ich gedacht, nimm es mit. Und für fast den gleichen Preis habe ich auch, oder für den gleichen Preis von 50 Cent, aber habe ich auch 3 Maxi-CDs mitgenommen. Bei einem Händler, der hat eine ganze Menge Maxi-CDs. Ich guck immer gerne Sachen durch. Vielleicht findet man was. Ich habe eine gefunden und da meinte er, ja, möchte 50 Cent dafür haben. So. Und dann konnte er mir kein 50 Cent rausgeben mehr, auf dem Euro. Und er meinte, weißt du was? Oder wie war das? Ja, genau. Ich konnte mir nicht rausgeben, kannst du noch mal was aussuchen. Habe ich einen Euro bezahlt, habe ich 3 CDs im Endeffekt mitgenommen. So, egal, kann das sein, dass ich 50 Cent bezahlt habe für 3? Er wollte sie loswerden, das war ihm wichtig. Na egal, ich habe die schon, aber einfach ist kultig. Von Vangelis, Conquest of Paradise, der Titelsong, der auch hier von Henry Maske eben benutzt wurde. Das war der Titelsong zu diesem Film von Ridley Scott. Das Schöne ist, dass Thema, was hier drauf ist, ist nicht auf dem Soundtrack erhalten. Das auf dem Original-Soundtrack ist in einer anderen Version und dieses ist etwas runder, dieses coole Thema. Also richtig cool. Und dann konnte ich bei 2 Sachen, deswegen habe ich es einfach gegriffen, weil ich fand es cool. Queen. Das ist jetzt hier Heaven for Everyone, eine Maxi. Mit Art, eigentlich mehr zum Sammeln, habe ich es gedacht. Ne? Hier ist zum Beispiel dann Heaven for Everyone von Roger Taylor, eben halt der Song, der auch vom Album Made in Heaven ist. Dann sind hier noch gemasterte Songs von Keep Yourself Alive, Seven Seas of Ryan und Killer Queen. Ja, und irgendwie, ja, Queen ist halt kultig, musste ich haben. Und dann habe ich gedacht, komm, weil ich noch einen aussuchen konnte, da habe ich gesehen, David Bowie, Real Cool World. Das ist die Maxi zu dem Kinofilm mit Kim Basinger, Brad Pitt und Gabriel Byrne. Ne, war doch Gabriel Byrne, hier genau. Und ja, David Bowie, brauchen wir auch nicht zu sagen, genauso kultig wie Queen. Und ist das nicht irgendwie lustig? Ich find's geil, als Filmfan, ja, hat das was. Dann waren wir bei einem Stand, da haben wir auch Games gefunden, richtig coole Sachen. Und deswegen greife ich da erstmal vor. Oder nee, ich greife was ganz anderes vor. Und ihr werdet genauso erstaunt sein wie ich. Ich habe was Klassisches aus meiner Kindheit gefunden. Ich habe Yps-Hefte auf dem Flohmarkt gefunden. Ich habe Stück 2,50 bezahlt. Es sind nur 2 Hefte, aber ich habe es jeweils doppelt. Aber sie sind noch völlig verpackt. So, 2-mal, aber mit farblich genau umgekehrt. Einmal das Tauchboot mit 2 Froschmännern. Ja, das ist auch richtig sealed. Ihr seht, das hängt da unten durch. Ja, das ist Nummer 815. Das ist ja auch echt wirklich aus den 90ern. Und noch vollständig. Ich finde es richtig geil. 2,50, das ist auch ein fairer Preis, weil manche gehen sealed richtig teuer weg. Er wollte erst 3 haben und ich habe dann 2 für den Preis. Ich habe beide eben halt, ihr seht es hier, mit anderen Farben. Ihr könnt das sehen. Irgendwie macht das was. Ich weiß noch nicht, ob ich beide behalte oder nicht, ob ich was abgebe. Das wird sich zeigen. Und zweimal das Gleiche, aber habe auch ein Stück meiner Kindheit. Und ich habe den sogar noch aus meiner Kindheit. Aber so sealed ist er noch geiler. Der Morse-Spiegel für Notrufsignale. Ist auch lustig. Wie gesagt, für den Preis kann man echt nichts sagen. Und das ist Yps-Hef, das ist so kultig. Das wird auch sealed bleiben, weil das macht das ja gerade jetzt aus, dass man das auch so sealed wiederfindet. Wie gesagt, einer davon wird mich auf jeden Fall, denke ich, verlassen gegen jemanden, der jetzt das auch sammelt. Weiß noch nicht wer, aber ich brauche keine 2. Bei dem anderen bin ich mir noch nicht sicher, wegen den Varianten, weil man es auch selten findet auch. Ne? Das ist es eben. Naja, so, weiter geht's jetzt mit dem, worauf ihr am meisten wartet, fast mit Computerspielen. Aber den Anfang macht noch eine CD. Da haben wir auch Games gekauft, ganz günstig eigentlich. Aber da, wo ich jetzt, da habe ich gesehen, oder da, wo... Der hatte die Maxi-CD des Titelsongs, das Geheimnis der Dragon Balls aus der Dragon Ball-Serie von RTL 2 sozusagen, der deutsche Song.
Ich habe jetzt 5 Euro dafür bezahlt, weil das ist jetzt nicht, wie heißt das, günstig, ist nicht teuer, ist egal. Es ist auf jeden Fall mir wert gewesen. Die Tattoos, die dabei sein sollen, sind auch noch dabei. Und da ist noch ein Bonus dabei, da komme ich gleich nochmal drauf. Lege ich kurz zur Seite, Bonus-CD. Ihr seht, die Tattoos sind noch drin, absolut kultig. Für mich ist das wirklich nur solche CD, ist auch vielleicht ein bisschen Staub, aber das war's, top in Schuss. Für mich ist das auch reines Sammelstück. Ich finde es einfach nur geil, weil ich mag dieses Cover, auch wenn Bulma plötzliche blonde Haare hat. Das passt irgendwie nicht ganz so, aber also ich finde es cool. Und da muss ich leider auch diesen Aufkleber lassen, weil der gehört jetzt auch dazu, limitierte Auflage. Ja, und als Bonus kam, deswegen packe ich auch gleich wieder fast da rein, ich sah noch eine lose PlayStation 1 MechWarrior 2 CD bei ihm liegen, die fiel fast vom Tisch. Dann sagte ich, hier komm, leg die mal, ich habe die gerade woanders hingelegt, weil sonst fällt die dir vom Tisch und dann ist die kaputt. Und sagt er, nimm doch mit, schenke ich dir. Ja, MechWarrior 2 für PlayStation 1, ja, geht immer. Also eine PlayStation 1 geschenkt. Und MechWarrior 2 ist ein richtig cooles Mech-Game, also top. So, bevor wir zu den Highlights doch auch gleich kommen, kommen mal normale Games. Ich fange mit dem PC-Game an. Das habe ich auch gekriegt, das war bei der einen Leaf Blu-ray dabei. Für 3 Euro die Adventure Collection. Femme Fatales mit Mata Hari, Sublond und Runaway 1. Noch sealed für 3 Euro. Hat mal 1,99 gekostet, haben die natürlich rausgeschmissen irgendwann. Aber ja, da konnte ich nicht widerstehen, der Preis war okay. Und ja, habe ich mitgenommen. Dann gab es für, was war das? 2 Euro, glaube ich. Für Xbox 360 Warhammer Battle March. Hatten wir auch noch nicht in der Sammlung. Ich glaube für 2 Euro Ring 2, so ein Fantasy-Spiel für PC. Dann für einen 5 oder 6 Euro Forza 3 für Xbox One. Und für 4 Euro diese schöne Collector's Edition PlayStation 3 von Heavy Rain. Klar, Heavy Rain habe ich ja auch schon und mein Bruder. Aber diese Collector's Edition mit so einem rainy Cover und schönem Booklet. Und ich muss jetzt mal gucken, ob alles dabei ist. Also, hier ist auf jeden Fall das Poster dabei. Und was auch gleichzeitig so die Anleitung ist. Aber das Origami-Teil fehlt. Es ist noch so ein kleiner Origami-Zettel dabei gewesen. Der fehlt leider, merke ich gerade. Wir haben erst vorhin gucken können, was da alles bei ist. Der ist leider auch nicht hier drin. Das ist so ein Poster. Na, was heißt Poster? So ein Handbuch-Poster. Nicht schlecht. Also auf jeden Fall eine sehr schöne Edition. Für den Preis auch top. Jetzt leider ohne den Zettel und hier ist noch irgendwie so ein Sticker drauf, sehe ich gerade. Ja, ärgerlich, aber was soll's. Trotzdem, Preis war okay. Vielleicht findet man das nochmal, kann es upgraden, aber erstmal so in der Sammlung. Ja, und jetzt kommen Highlights, echte Highlights. Was heißt, okay, die beiden Games sind vielleicht nicht in dem allerbesten Zustand, aber beide zusammen für einen Zehner, kann man wirklich nicht viel sagen. Und zwar hier N64 von Konami, International Superstar Soccer 64. Auch vollständig, abgesehen vom Inlay. Also hier ist Handbuch drin und Modul. Wie gesagt, der im Endeffekt für einen Fünfer, da kann man echt nichts gegen sagen. Dann F1 Pole Position 64, genau dasselbe, Handbuch und Modul. Ja, ich halte es vorsichtig, ist dabei beides. Ja, wie gesagt, je 5 Euro mit Box und die Boxen sehen okay aus. Es sind nicht jetzt mega in Schuss, aber sie sind echt top, bis auf der Preis vorne bei dem einen. Die muss man noch abmachen, das andere hier ein bisschen geknickt, aber eine Schutzhülle rum. Dann sehen die wieder top aus. Also, das ist echt für die Sammlung. Inlay macht man muss man halt ein Repo, also Inlay, diese Pappdinger Ersatz besorgen. Habe ich auch noch welche. Hier ist es ein bisschen angerissen und da. Aber von vorne sonst top. Kann man echt nicht sagen. Und 5 Fünfer
mit OVP, ja, brauchen wir nicht sagen. So, jetzt kommen auch nur zwei OVPs. Das ist doch das Letzte, was ich jetzt heute bei meinem Flea-Pickup-Video dabei habe. Und zwar, aber sehr gute Verpackung. Für N64 Controller Pack. Oder was? Ja, dieses Teilchen hier. Das ist wirklich nur die UVP. Und für die und die andere UVP, da wollte er 15 haben. 15 Euro. Da hat mein Bruder gesagt, das nehme ich mit. Hier ist sogar Inlay und Anleitung auch noch drin. Und bei dem anderen, das ist vielleicht kein mega Highlight. Light ist ein gutes Stichwort dann auch gleich. Aber wann findet man diese OVP? Und zwar geht es um die OVP vom Lightmax. Der Lightmax selbst ist nicht dabei, aber lose findet man den immer. Die OVP, klar, hat sie hier im Preis zwar abgegangen, aber noch sehr guter Zustand, kann man fast sagen. Ja, alles top, hier könnt ihr selbst sehen. Ja, also hier ist das einzige so, aber sie sieht top aus. Und das Coole, und das zeige ich euch jetzt, es ist all das Zubehör dabei. Also hier ist diese richtig coole, ich bin mal vorsichtig, mache ich es auf. Hier ist auch diese komplette Innenverpackung mit diesem Deckel sogar noch. Das macht es auch aus. Und dann sind alle Anleitungen dabei. Flyer, selbst das Original-Tütchen ist noch dabei. Mit dem Konami will ich nicht sagen, mit diesem Nintendo Werbeflyer, der hier ist hier unten reingequetscht sogar. So, selbst mit diesem Flyer, also warum nicht mitnehmen? Also klar, man überlegt sich das hier mit diesem schönen Werbeflyer. Aber ja, hier sind die Ecke, hier ist eine kleine Ecke abgegangen vom Styropor. Aber es ist alles dabei. Also alles, was man haben wollte. Das mehr kann man gar nicht dagegen sagen. Ja, Club-Anleitung da. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist echt toll, dass man das noch findet. Und wie gesagt, den Lightmax, den findet man lose oder gebraucht mal wesentlich häufiger als dazu solche OVP. Und dann ist es auch teurer. Naja, das war der Flohmarkt von heute. Ja, sagt mir, was ihr davon toll fandet. Was wäre euer Highlight? Ich überlege gerade, mein persönliches Highlight heute sind wirklich, ja, die Yps-Hefte. Die Yps-Hefte sind wirklich mein persönliches Highlight heute, weil das so ein bisschen an die Kindheit wieder erinnert hat. Natürlich auch der andere Kram, auch diese Dragon Ball CD gefällt mir für meine persönliche Sammlung sehr gut. Ja, aber ja, ich bin noch sprachlos, egal was. Mache ich es kurz und schmerzlos. Da ist ein Like-Button, da ist ein Abo-Button. Wenn ihr noch nicht habt auf dem Abo, freue ich mich drüber. Freue mich aber mehr über das Feedback, also bitte einen Kommentar hinterlassen, schreibt, was ihr denkt. Und wenn ihr was nicht mögt, bevor ihr disliked, also einen Daumen runter macht, schreibt mir doch was. Was stört euch? Vielleicht kann ich daran arbeiten, ganz einfach. So wie mir jemand gesagt hat, Mensch, achte mal drauf, deine Musik ist noch nicht so ganz so ausgependelt richtig. Ja, arbeite ich dran. Versuche ich zu machen und es ist immer schwer, den richtigen Pegel zu finden, aber genauso möchte ich auch hier mich verbessern. Wenn euch was stört oder wenn ihr was anderes sehen wollt, sagt mir das. Was ich nicht machen werde, das sage ich gleich von anderen, sind Live-Aufnahmen. Es funktioniert einfach nicht. Ich hatte es mal kurz ausprobiert. Ich habe da nur Füße drauf. Ich habe da nur halbe Kisten und nicht die Kiste, in der ich schaue oder so. Ihr schaut mir nicht über die Schulter. Also solche Videos mag ich dann nicht. Und ich finde es wesentlich klasse, wenn ich euch jetzt sage, was ich hier gefunden habe. Manchmal habe ich noch eine Geschichte, was ich erlebt habe auf dem Flohmarkt, aber diesmal nicht, sondern ich habe euch nur rein die geilen Highlights zu zeigen. Ja, das war's jetzt für heute. Dann, ja, noch ein paar Eindrücke von den gefundenen Sachen und dann bis zum nächsten Mal.